Gut und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Shogunogi Night Shift. Heute mit Christian und Till. Und um was es geht nach dem Intro. Heute bei Shogunogi Night Shift 5 Fakten über unsere Bundeskanzlerin. 5? 5. Gibt's da so viele? Ja, finde sie nicht so gut, nehme ich da raus. Ja? Ach, ist ja nicht mehr lange, ne? Okay, gut, okay. Fangen wir an. Was schätzt du, wo Angela Merkel geboren ist? In der Uckermark? Nein. Nein? Denken nämlich viele. Angela Merkel ist in der Hansestadt Hamburg geboren. Das wusste ich natürlich. Ich wollte nur das Klischee für dich erfüllen. Dankeschön. Hat super funktioniert, ja. Ist dann aus Hamburg umgezogen nach Brandenburg. Und dann das Ostprogramm zu durchlaufen. Toller Plan gewesen. Genau. Zweiter Fakt. Mhm. Was war der Kindheitstraum? Was wollte Angela Merkel werden, als sie ein Kind war? Wenn du sie gefragt hast. Okay, kommen wir definitiv auf den Index. Danke, Till. Ja. Nein! Angela Merkel wollte Ballerina werden. Was sag ich denn? Warte, ich stelle mir gerade vor. Ja, okay, dann lassen wir das. Okay, nein, Angela Merkel, ja. Okay. Was ist Angela Merkels, sag ich mal, weißt du, der eine raucht, ne? Der andere so. Was meinst du, was macht Angela Merkel? Boah, was macht. Also, sie hat mal geraucht, das nehme ich vorweg. Rauchen ist es nicht, weil sie hat mal geraucht und hat aufgehört. Masturbieren? Nein. Auch nicht. Kirschwein trinken. Das war aber verdammt ich dran. Ja, ja. Sie hat im Studium damit angefangen und ja, Kirschwein ist ihre große Leidenschaft. Hm. Was ist deine Leidenschaft? Kein Kirschwein. Masturbieren. Okay, nein, okay, ist es. Komm, gehen wir zum nächsten Punkt. Wie lautet der Mädchenname von Angela Merkel? Ach Gottchen. Sag mal, Till, wohnst du eigentlich hier in dem Land? Mann, du weißt überhaupt nichts über unsere Kanzlerin. Nee. Okay, Kastner. Das ist ja fast amerikanisch. Einmal mit Profis arbeiten. Mann, Mann, Mann. Okay, last but not least. Woher kommt ihr Spitzname Mutti? Woher der kommt? Ja. Also die einen sagen natürlich in ihrer Art, wie sie die Große Koalition führt, ja? Ja, glaube ich aber nicht. In den Medien ist es aufgekommen, als Angela Merkel im Zoo Stralsund einen Humboldt-Pinguin adoptiert hat. Also eigentlich ist sie Pinguin-Mutti. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Tragen beide Anzüge, ne? Ja. Nur ihm steht er. Okay, jetzt sind wir definitiv auf dem Index. Wer Witze gegen die Hosenanzüge von Angela Merkel macht, ist definitiv raus. So, Till, was haben wir heute hier? Dreht sich vor uns ein Produkt. Ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Es sieht schon in der Dose ekelhaft aus, wenn ich ehrlich bin. Es ist von diesem österreichischen Brausehersteller, den ich sowieso nicht so mag. Oder einfach verachte, kann man auch sagen. Hier ist so scheiße warm drin, da kann man das mal trinken. Ja, okay. Vielleicht auch nicht. Halt's mal in die Kamera, vielleicht schlägt die Kamera. Regie, habt ihr das? Regie, kleiner Moment. Regie, braucht noch einen Moment. Regie, habt ihr das? Nein, lecker, Regie hat es nicht. Okay, so. Gut, dann machen wir es einfach so weiter. Ich habe ein bisschen Angst. Müssen wir das gut finden? Boah. Nee. Ich weiß auch nicht, warum wir so von diesem Bullenkram da was haben, ja. Also, so in kalt geht's, aber... Komisch. Also ganz normale Limo. Kostet wahrscheinlich das Fünffache, aber... Ist wahrscheinlich auch gar kein Koffein drin. Wahrscheinlich nicht. Hab ich wieder Blödsinn erzählt. Haben sie irgendein Billig-Limo reingefüllt. Also, ich sag nochmal so, ne, wenn ihr euch das holen wollt, könnt ihr euch aber irgendeine andere Limo holen. Noch was? Angela Merkel wird's mögen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Gute! Ciao! Das riecht doch schlecht, oder? Das riecht doch schlecht. 97. Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.